Ja, moin. Heute erzähle ich euch nochmal wieder was über unseren Neubau hier in Jablund zum Grundriss. Also wir haben hier so 110 Liegeboxen und vorne haben wir eine große Selektionsbox mit Tiefstreu für die frisch abgekalten und kranken Kühe. Vorne ist aber der Melkstand mit dem Doppel-20er Swing-Over. Danach halt Technikraum, Büro, Tankraum. Also jeder, der so groß baut, glaube für den ist das Standard, einen Nachttreiber zu haben. Und der zieht man ja nachher einmal plan und nimmt die Hinterlassenschaften mit zurück, sodass es tagsüber trocknen kann. Von daher ist wieder einmal schier sauber gezogen. Also hier in diesem Stall hat jede Kuh hier einen Liegeplatz. Wir haben hier Tiefstreu-Liegeboxen. Mit aus dem Grund, weil wir die im anderen Stall auch schon haben und das gefällt uns recht gut. Wir haben keine Kuh mit dicken Gelenken. Klar ist das der Pflegeaufwand ein bisschen höher, aber das ist uns das einfach wert, dass die Kühe das gut haben. Hier oben im neuen Stall laufen die Hochleistungskühe, also die Kühe, die frisch abgekalbt haben und natürlich die höchste Milchleistung haben. Und unten im anderen Stall läuft die niederleistende Gruppe. Genau, dafür ist die Selektion ja auch da und die Futterfischrückkehr, um die Tiere hin und her zu treiben. Und um die Kühe vom alten Stall in den neuen Stall zu treiben, haben wir einen richtig schönen Treibeweg gebaut. Können die Kühe dann halt lang gehen. Einmal hinten rum, ab im Wartehof. Das ist echt eine super Sache, das ist kein Problem. Die Kühe machen das wunderbar mit und ich glaube auch, die haben Spaß daran. Also wie man sieht, ist dieser Stall richtig schön luftig, hell. Wir haben links und rechts Bolos verbauen lassen. Auf der Wetterseite, Westenseite mit Regen- und Windsensor. Das fährt bei Regen und ab einer bestimmten Windstärke automatisch zu, damit wir hier kein Wasser auf dem Futtertisch kriegen. Nee, also man merkt auch, wenn man hier steht, das ist echt luftig. Aber das auch, wenn das warm ist, ist es trotzdem ein bisschen Durchzug. Es ist halt zu allen Seiten offen. Vorne haben wir zwei breite Rolltore drin. Die Kühe fühlen sich wohl.